Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe, ich denke, man darf es sagen, den einzigen Aktienscreener für Wachstumswerte, Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Wir machen hier eine Aktienanalyse und zwar geht es um BASF. BASF-Aktie ist in den letzten Monaten stark gefallen, um knapp bis zu 30%. Und ich möchte das hier mal zeigen. Das sehen wir hier. Das war hier das Hoch. Jetzt im Januar hatten wir das erreicht, diesen Jahres. Da war die Stimmung noch ganz gut bei den Anlegern. Und jetzt, wenn man sich mal hier in diversen Foren, Blogs, Facebook da die Stimmung anschaut, dann ist die ganz schlecht. Und BASF ist jetzt keine Klasse-Aktie mehr, weil BASF eben jetzt in den letzten Monaten rund 30% verloren hat. Und die Frage ist jetzt, Kurs im Keller, soll man jetzt zuschlagen bei der BASF-Aktie? Wir werden das jetzt vielleicht nicht abschließend, aber schon weitgehend klären können. Und hier der Risikohinweis, ich mache keine Anlageberatung, man kann mit Aktien Geld verlieren, man ist selbst für sein Geld verantwortlich und Sie können sich alles gerne anhören, was ich zu sagen habe. Es ist meine persönliche Meinung, die ist nicht frei von Fehlern, auch wenn ich mir Mühe gebe, diese möglichst zu vermeiden. In diesem Sinne, passen Sie bitte auf Ihr eigenes Geld auf und indem Sie sich selbst Gedanken machen und auch weiterbilden, wo nötig. Zuerst mal immer ganz hilfreich und leicht zu tun, wenn wir uns mal hier den langfristigen Chart angucken, um das Ganze hier mal ein bisschen besser zu verorten, den Rückgang, den Kursrückgang, dann sehen wir doch, dass BASF in der Historie durchaus in der Lage war, eine gewisse Wertsteigerung zu erfahren. Der Kurs war irgendwann mal, wo war er? Bei ungefähr 5 Euro pro Aktie. Jetzt sind es knapp 70 Euro. War schon mal bei knapp 100 Euro. Dass der Kurs hier ein bisschen in der Luft hängt, der Anfangspunkt, das soll uns mal nicht stören. Da stehen wir drüber. So stimmt's wieder. So, da ist doch eigentlich die Frage, wenn man hier diesen Kursrückgang anschaut, ist es jetzt der fundamental betrachtet Griff ins fallende Messer, weil BASF jetzt irgendwie, weil das Geschäft nicht mehr funktioniert, oder haben wir jetzt hier tatsächlich eine Chance? Also eine Kaufgelegenheit. Und um so etwas herauszufinden, ist es nicht schlecht, wenn man mal in den Quartalsbericht schaut und da sich ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt. Ich rate immer dazu, vom Kauf einer Aktie, dass man sich etwas mit dem Unternehmen beschäftigt. Da ist der Aktienfinder schon sehr gut, weil er einfach das langfristige Wachstum, die wichtigsten fundamentalen Zahlen, Daten sichtbar macht, tatsächlich über Charts. Wenn man jetzt wie hier kurzfristig eher wissen möchte, was ist denn da jetzt bei Unternehmen vorgefallen, warum 30% Wertverlust, dann ist es natürlich unablässig, dass man sich tatsächlich mit dem Unternehmen selbst beschäftigt im Rahmen von zum Beispiel Investor Relations. Das habe ich getan. Ich habe die wesentlichen Faktoren meines Erachtens rausgeschrieben, die jetzt fundamental irgendwelche Einflüsse hatten. Und dann fangen wir mal an. Frage ist natürlich jetzt, ob BASF irgendwas falsch gemacht hat und dass deshalb wir eben fast ein Drittel an Wert verloren haben. Zum einen haben wir ein sich verlangsamendes Wachstum wegen des Handelskonflikts mit China, also zwischen den USA und China. Da hat BASF leicht den Ausblick zurückgeschraubt. Und zum anderen haben wir eine Automobilindustrie, insbesondere die deutsche Automobilindustrie, die momentan etwas mit dem Rücken zur Wand steht, der geht es auch nicht so gut und die ist ein wichtiger Kunde von BASF. Und dann hätten wir noch den Zusammenschluss des Öl- und Gasgeschäfts zu Wintershall.de mit Letter One, was dazu führt, dass ebenfalls die Prognosen bzw. einige Fundamentaldaten wie beispielsweise Umsatz rückläufig sind. Das Ganze wird in ein sogenanntes Joint Venture mit dieser Letter One zusammengeführt. BASF wird zwei Drittel, so habe ich es gelesen, dieses Joint Ventures halten. Das ist und das wird dann aber erstmal aus der Konzernbilanz rausgenommen. Das heißt, die Umsätze sind jetzt erstmal weg. Das ist aber eine rein bilanztechnische Angelegenheit, um das Ganze mal einzuschätzen. BASF gehen dann ungefähr 3 Milliarden Euro Umsatz verloren. Bei einem aktuellen Konzern am Umsatz ungefähr von 64 Milliarden Euro. Und wenn man dann einfach nur hier auf die Umsätze schaut und dann plötzlich geht es nach unten, sind viele Anleger, die
sich nicht so tief in die Materie reinknien. Die beurteilen das dann falsch und sagen dann, oh, das war jetzt ein oh, zum Beispiel Umsatzrückgang und wissen nicht dann eben die Hintergründe, dass es kein organischer Umsatzrückgang ist, sondern dass es quasi einfach ein bilanztechnischer Umsatzrückgang ist, weil BASF das Öl- und Gasgeschäft umstrukturiert. Das waren die drei Gründe, die ich gesehen habe, die jetzt so quasi für diesen Zeitraum relevant wären, also jetzt im Rahmen diesen Jahres. Ich halte dann fest, von meiner Sicht aus haben wir es dann hier nicht mit der Unternehmensschwäche zu tun. Das heißt, es ist nicht so, dass die Produkte bei BASF keine Abnehmer mehr finden, dass die Konkurrenz, die Konkurrenz davonzieht. Es sind einfach konjunkturzyklische Geschichten, zum Beispiel in der Automobilindustrie, dann politische Dinge wie dieser Handelskonflikt mit China und dann eben bilanztechnische Dinge wie eben jetzt Wintershall Dea, dieses neue Joint Venture. Was auch noch wichtig wäre, würde ich sagen, aber jetzt in dem positiven Sinne, auch wenn es nicht gewürdigt wird durch den Aktienkurs, man darf es ja trotzdem benennen, das ist, dass BASF ein Profiteur ist von dem Bayer-Monsanto-Deal, also von der Übernahme Monsantos durch Bayer. Denn BASF kann dann einige Krümel abgreifen, beziehungsweise hat es schon gemacht im Agrargeschäft des sehr margenstark ist und hat dafür 7,6 Milliarden Euro Geschäftsanteile aufgekauft, die einen jährlichen Umsatz generieren von ungefähr 2,2 Milliarden Euro. Und das werde ich definitiv als positiv. Wir sehen also, dass BASF an sich, übrigens Bayer und BASF, die waren ja mal ein und dasselbe Unternehmen. Deshalb verwechsel ich die auch vielleicht ab und zu. War zwar noch vor meiner Zeit, aber wer das mal interessiert, der kann mal googeln und sich also unter dem Begriff IG-Farben googeln. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die da passiert ist. Jedenfalls, BASF aus meiner Sicht hat nichts falsch gemacht. Es handelt sich hier um ein gutes Unternehmen. Und bei BASF handelt es sich aber um ein Unternehmen, das zwar gut ist, aber nicht allzu schnell wächst. Und da können wir mal in den Aktienfinder rein und suchen mal nach BASF. Und dann haben wir hier die Chartanalyse. Und wir sehen hier einige Kennzahlen bei BASF, wenn es jetzt beispielsweise was mit der Steigerung zu tun haben, des Gewinns, des Umsatzes. Und da sehen wir hier Steigerungsraten beim Gewinn. Jetzt auch die letzten 5 Jahre im Schnitt 5%. Operativen Cashflow unter 2%. Beim Umsatz sogar leicht negativ. Das heißt, wir sehen zwar hier ein gewisses Wachstum im langfristigen Zeitraum, sowohl was den Umsatz angeht, als auch den Cashflow und den Gewinn und auch die Dividenden. Allerdings bei BASF wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Und da muss man eben ein, sage ich jetzt mal, geduldiger Anleger sein, um dann auch von den entsprechenden Wertsteigerungen profitieren zu können. Zudem ist BASF eine zyklische Aktie, das heißt, wir sehen das hier zum Beispiel 2009 im Rahmen der Finanzkrise ist dann der bilanzierte Gewinn nach unten gegangen. Es wurde dann auch ganz leicht die Dividende gekürzt von 2,9 auf 2,10. Also in 2,10 hat man faktisch weniger bekommen, 1,70 Euro anstelle von 1,95 Euro im Jahr zuvor. Obwohl, und auch das muss man sagen, eigentlich BASF sich hätte leisten können, die Dividende wenigstens konstant zu halten. Ein amerikanisches Unternehmen, insbesondere ein Dividendenaristokrat, hätte da keine Gnade gekannt und hätte hier die Dividende garantiert erhöht. Das ist halt der Unterschied auch etwas in der Dividendenpolitik zwischen Deutschland und den USA. Da das Wachstum bei BASF relativ moderat ist, ist der Kaufpreis entscheidend bzw. von Bedeutung. Denn wenn man so Höchstkursen kauft und danach der Kurs wieder sinkt, kann es eine Weile dauern, bis man bei BASF quasi wieder den Einstandspreis erreicht hat. Also schauen wir uns die Bewertung von BASF an. Können hier zuerst mal kurz die Dividendenrendite betrachten. Die liegt momentan bei 4,5%. Wir sehen, dass die vor kurzem noch bei 3,4% lag. Im Tief sogar bei gerade 3,1% sogar nur. Das war, als
BASF fast 100 Euro gekostet hat, dann ist der Kurs wieder gefallen. Das heißt, wenn man die jetzt kauft, kriegt man 4,5%. Und wir hatten aber schon mal relativ hohe Dividendenrenditen. Hier in 2016 hatten wir schon mal einen Kursrückgang gehabt. Da gab es dann sogar 5%, sogar ein bisschen mehr. Und das Ganze gab es auch hier in 2011, 2012. Und wenn wir dann die Finanzkrise uns anschauen, dann würden wir dann sehen, dass wir sogar bis zu 9, knapp 10% bekommen haben. Das ist hier zu sehen. 9,77% war da die höchste Dividendenrendite. Das ist die eine Geschichte. Also hier kann man schon mal ein bisschen was abschätzen, wie günstig bzw. wie attraktiv die BASF-Aktie gerade zu haben ist. Das kann man deshalb machen, weil die Dividende eine recht hohe Zuverlässigkeit bzw. Konstanz aufweist, obwohl wir hier einen kleinen Rückgang hatten. Man kann das Ganze aber auch noch einen Schritt ausgetüftelter machen mit der fairen Wertberechnung. Gibt es ja unterschiedliche im Aktienfinder. Und da haben wir jetzt drei Grundlagen quasi, also den Gewinn, den operativen Cashflow und ich habe auch die Dividende gerade dazu geklickt. Auf Basis der aktuellen Kurses und auf Basis der historischen Bewertung lassen sich dann hier faire Werte berechnen. Und wenn wir uns das jetzt mal für das bald endende Geschäftsjahr angucken, dann sehen wir, dass wir hier faire Werte haben für BASF, die liegen zwischen 75 und 80 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von knapp 69 Euro. Das heißt, wir haben aktuell schon eine BASF-Aktie, die recht günstig zu haben ist. Also wir haben eine Unterbewertung. Das Nette ist ja immer bei Aktien, die weiterhin, beziehungsweise bei Aktien von Unternehmen, die weiterhin ihre Gewinne steigern, dass hier dann natürlich auch der faire Wert sich immer weiter erhöht. Entsprechend sollte dann der Aktienkurs mittel-langfristig nachziehen. Ebenso bei BASF, wenn wir dann einfach die Geschäftsjahre weiter vorgehen, dann sehen wir dann hier faire Werte zwischen 80 und 86 Euro. Die Unterbewertung hat sich dann also erhöht und das Ganze geht natürlich auch im Folgejahr weiter, wenn wir fairen Wert haben zwischen dann 85 und 86 Euro. Das heißt, bei der Dividende ist dann fast konstant geblieben, aber die fairen Werte auf Basis des Gewinns und des operativen Cashflows, die haben dann nochmal nachgezogen. BASF ist also günstig zu haben aus diesen beiden Betrachtungsweisen der Dividendenrendite und der Fernwertberechnung. BASF hat auch keine, sage ich jetzt mal, selbstverschuldeten Probleme. Das heißt, das Unternehmen an sich ist meiner Meinung nach gut aufgestellt und sehr gesund. Deshalb wäre jetzt mein Fazit, dass man hier eine momentan bereits günstig bewertete Dividendenaktie hat mit eben einer entsprechend attraktiven Dividendenrendite von 4,5%, die dann auch im Zeitverlauf steigt auf 4,7, 4,9 fast und dann hier 5%, wenn die Prognosen stimmen. Und wer als Anleger auf hohe Dividenden, hohe Einstiegsdividenden steht und wem es nichts ausmacht, dass das Wachstum eher moderat ist, der könnte hier durchaus überlegen, ob er hier zugreift. Dann hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat. Wenn Sie den Aktienfinder noch nicht kennen, können Sie ihn gerne mal ausprobieren. Dann bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!